Die Ballsaison 2004 beginnt. Am 15. Oktober hat in der Grazer Generalmusikdirektion der offizielle Startschuss im Dreivierteltakt stattgefunden. Naja, nicht ganz im Dreivierteltakt. Traditionellerweise startet die Ballsaison mit der großen Ballguide Release Party. Auf 118 Seiten sind im 8. Ballguide alle Grazer Bälle aufgelistet. Die besten Ball-Locations werden vorgestellt und wertvolle Tipps für eine rauschende Nacht gegeben. Es hat sich jetzt nicht viel getan, muss ich sagen. Ja, das Ding ist regelrecht explodiert. Und wir haben heuer zum ersten Mal die Situation, dass wir mehr Seiten drucken mussten, als wir wollten. Das heißt, wir haben 118 Seiten und das nur für Bälle in Graz. Das heißt, jeder Ball, vom Matura-Ball bis zum großen klassischen Ball wie die Opernretot, ist alles im Ballguide drinnen. Also unglaublich. Ja. In der Generalmusikdirektion wurde die Ballbibel also offiziell präsentiert und gratis verteilt. Alle, die noch keinen Guide haben, bekommen ihn ganz einfach bei Graz Tourismus in der Herrengasse, in allen Grazer Schulen oder im Internet auf ballguide.at. Moderiert wurde die Release-Party von ATV-Plus-Lady Sandra Thier. Die Grazerin hat mit Erfinder Stefan Grossek gemeinsam studiert und sich spontan bereit erklärt, durch den Abend zu führen. Auch selbst lässt sie keinen Ball aus, obwohl in Sachen Abfeiern für sie eines klar ist. Die Steirer haben eindeutig die Nase vorn. Bälle sind in Wien anders als in Graz. Also in Graz finde ich es viel lustiger und cooler als in Wien. Aber in Wien ist ein Ball sehr gut und das ist der Liveball. Und da habe ich letztes Jahr auch, also heuer, 2004, habe ich moderieren dürfen, die Wedding Chapel, und das war Wahnsinn. So, was ist der Unterschied zwischen einem Grazer, zwischen einem steirischen Ball und einem Wiener Ball? In Wien ist es ein bisschen spießiger. In Graz ist es viel lustiger und spaßiger, und in Wien ist es zu spießig. Mehr als 1000 Partyhungrige und viele Promis haben in der Generalmusikdirektion bis in die Morgenstunden den neuen Ballguide hochleben lassen. Jugendlandesrätin Christina Edlinger-Ploder war auch mit von der Partie und ließ mit einem Geständnis aufhorchen. Sind Sie selbst eigentlich auch eine richtige Ballgärin, ein Balltiger sozusagen? Ich gebe zu, nein. Also bis zu diesem Jahr habe ich einen Ball besucht, heuer werden es zwei werden. Welche Bälle werden das sein? Es wird der Lehrabschlussball sein und es wird der Bauernbundball sein. Muss man da berufsmäßig hin oder auch als Privatvergnügen? Nein, diese zwei Bälle mache ich deshalb, weil sie Spaß machen, weil ich gern dorthin gehe, weil ich dort viele Leute kenne, wo ich einfach einen schönen Abend verbringe. Bälle zu besuchen, wo man arbeitsmäßig hingeht, ich glaube, das macht wenig Sinn. Wenn gibt es eine gute Runde oder man hat Freunde dabei, dann ist es lustig. Also kein arbeitsreicher Ballwinter? Nein, das ist es nicht. Ich habe Gott sei Dank genug Arbeit, einen Ball besucht, um Freude zu haben und nicht um zu arbeiten. Ein kleines Team hat 3 Monate lang rund um die Uhr am neuen Ballguide gearbeitet. Die Nase voll von Bällen hat es aber noch lange nicht. Jetzt geht's erst richtig los. Ja, ich meine, du wirst lachen, aber ich gehe am liebsten auf den Oberlandler Ball, weil da ist die Stimmung am ausgelassensten, und da hole ich meinen Steireranzug raus und gehe mit meiner Anna im Dirndl auf einen richtig steirischen Ball, und das ist richtig geil. Ja. Der Ballguide 2004 ist da und die Ballsaison damit hochoffiziell eröffnet. Alles Walzer.